Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich selber bin ein bisschen müde. Die letzten zwei Tage waren echt anstrengend, also zumindest für mich. Ich vermute für manche von euch auch, weil man will, dass Weihnachten schön ist. Man tut sich auch was an, damit es schön wird. Und das hinterlässt auch Spuren. Also eine gewisse Müdigkeit breitet sich dann aus. Aber das gehört zu Weihnachten für mich, dass man einfach am Christtag müde ist. Und dass man auch am Christtag noch voll ist von dem guten Essen, das man am Heiligabend gegessen hat. Und so weiter und so fort. Das ist für mich auch etwas, was ich mit der Kirche verbinde. Dass wenn man fastet, dann fastet man, aber wenn man feiert, dann feiert man auch. Es gibt dann, ich will nicht sagen, also geht dann zügellos zu, aber ein bisschen in die Richtung darf es schon gehen. Und das ist auch gut so, weil all das, was wir haben, kommt von Gott. Und die Feste, die wir feiern, die sollen etwas auch veranschaulichen. Das ist einem meistens nicht so wirklich bewusst. Wir wissen, wir feiern den Christtag, also die Geburt Jesu, weil Gott Mensch geworden ist. Das haben wir im Johannesevangelium heute gehört. Eine sehr mystische Sprache, der man schwer folgen kann, wenn man nur hört. Aber er kündet genau das. Genau das hören wir auch in dem Weihnachtsoratorium, das heute auch aufgeführt wird. Allerdings auf Latein, da ist der Schwierigkeitsgrad auch ungefähr so hoch, glaube ich, wie beim Johannesevangelium, um das zu verstehen. Aber wir wissen alle, warum wir die Feste feiern. Aber wovon ich spreche, ist etwas anderes. Dass diese Feste, die wir feiern, auch ein prophetisches Zeichen sein sollen. Auf etwas hinweisen sollen. Dass die Christen sich zu Weihnachten vollfressen, soll ein Zeichen für eine Wirklichkeit sein, die größer ist als diese Welt. Ich würde mich sehr freuen, wenn an Weihnachten auch aus dem Buch Genesis gelesen würde, aus den ersten drei Kapiteln, wo das Paradies beschrieben wird. Weil das, was wir zu Weihnachten und anderen großen christlichen Festen tun, das sind ansatzweise paradiesische Zustände. Es geht nicht immer so super zu. Ich weiß, es gibt immer wieder Streit, Unstimmigkeit, man ist unzufrieden, müde, voll und was weiß ich noch was. Aber der Grund dafür, warum es manchmal so mühsam ist, diese Feste zu feiern, liegt darin, dass wir einfach schwach sind. Dass wir es noch nicht aushalten können, wie es im Paradies zugehen wird. Das ist der Grund dafür, warum man müde ist. Die Sünde spielt da auch mit. Also das ist die Schwäche, die Schwachheit, die wir in uns tragen, die Wunde. Aber das ist nicht entscheidend. Warum ich davon rede? Weil wir haben in der ersten Lesung gehört, brecht in Jubel aus, jaucht zusammen ihr Trümmer Jerusalems. Das hat mit der Geburt Jesu nicht wirklich viel zu tun, außer man hat das Neue Testament gelesen. Dann weiß man, warum diese Trümmer Jerusalems in Jubel ausbrechen sollen. Weil dort um Jerusalem herum ereignet sich das Wichtigste in der ganzen Weltgeschichte. Dort kommt der Sohn Gottes zur Welt. Er wird Mensch wie ich und du. Dort stirbt er auch für uns. Dort steht er von den Toten auf. Das ist der Grund, warum die Trümmer Jerusalems in Jubel ausbrechen sollen. Und unsere Aufgabe als Christen ist, überall dort, wo man Trümmer sieht, wo Zerstörung ist, wo Niedergang herrscht, diesen Jubel zu verkünden. Und das bedeutet nicht nur, dass man fröhlich durch die Gegend läuft und bei allen Menschen die gute Stimmung verbreitet. Das ist ein guter Anfang. Ist aber nicht jedermanns Sache. Also zum Beispiel meine Sache ist es nicht, so fröhlich durch die Gänge zu laufen und so. Ich bin eher ein ernster Mensch.
das ist nicht meins. Aber es gibt Menschen, denen das liegt und die es mit Freude und Zufriedenheit machen. Das ist auch ein prophetisches Zeichen für eine Wirklichkeit, die viel größer ist als du und ich. Schaut euch diese Welt an. Die ist echt manchmal am Ende. Jetzt vor ein paar Tagen Tsunami wieder in Südostasien. Menschen sterben. Im Nahen Osten herrscht Krieg. Also seit ich lebe und mich daran erinnern kann, gibt es da immer Krieg. Man kann versuchen, was man will, gibt es keinen Frieden. Mein Onkel hat einmal zugespitzt gesagt, um dort Frieden herbeizubringen, müsste man so eine Mauer drumherum bauen, Waffen reinwerfen und warten, bis sich alle erschießen. Und die dann übrig bleiben, dann gibt es Friede. Das ist überspitzt gesagt. Aber das gibt etwas wieder, was auch eine Wirklichkeit in dieser Welt ist. Auch wenn wir uns so sehr drum bemühen, dass Friede herrscht, nicht nur in unseren Familien, nicht nur in unserem Freundeskreis, am Arbeitsplatz, aber auch in den Ländern, die von Krieg und Unheil geplagt sind, schaffen wir es nicht. Es gibt so Momente, wo es Wirklichkeit wird. Das ist, am einfachsten geht es noch in der Familie und bei den Freunden. Arbeitsplatz, das ist dann schon so eine Sache. Besonders wenn du einen Chef hast oder wenn du Chef bist, kann schon kompliziert werden. Und was kann ich schon tun, damit in Syrien Friede herrscht? Nicht wirklich viel, außer dass ich bete. Zumindest ich persönlich. Und trotzdem, dass Christus geboren wurde, verändert alles. Ich habe jetzt gestern oder vorgestern einen kurzen Bericht gelesen über zwei Mitbrüder, also Franziskaner, die in Syrien sind, in einem Gebiet, wo es nur islamische Milizen gibt, wo die Christen nicht darauf hoffen können, dass sie wirklich das Weihnachtsfest überleben. Und trotzdem gehen sie dorthin, um mit den Menschen zu feiern. Und ich will jetzt keine Werbung für den Franziskanerorden machen. Wäre auch nicht schlecht vielleicht, weil wir werden auch nicht mehr. Aber das ist nicht der Sinn der Geschichte. Sondern diese zwei Franziskaner, sowie viele, viele, viele andere, tun das, was nur möglich ist, um den Frieden, den die Engel bei der Geburt Jesu angekündigt haben, wahr werden zu lassen. Und ich sag euch, es ist möglich. Du wirst vielleicht nicht dafür sorgen können, dass überall es super zugeht, dass alle zufrieden sind und friedlich sind. Aber weißt du was? Du kannst es versuchen. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist dieses prophetische Zeichen. Wenn du davon überzeugt bist, dass Gott derjenige ist, der Frieden in diese Welt bringt, dann bist du dazu gerufen, diesen Frieden zu verbreiten, auf deine bescheidene Art und Weise. Und das beginnt bei kleinen Sachen. Wenn es in der Familie Streit gibt und man trotzdem einander Geschenke gibt, dass man trotzdem am Heiligabend zu Weihnachten sich besucht, obwohl die Besuche manchmal anstrengend sind, wenn man die Leute nicht so wirklich mag. Oder wenn man sie mag, umso einfacher. Da beginnt es, was die Engel angekündigt haben. Da beginnt dieser Friede, der von Gott kommt. Es sind echt einfache Dinge.
Wenn du Kinder hast, wirst du es sehr gut verstehen. Ich habe keine, aber ich sehe genug Kinder zu Weihnachten. Da sitzen einige da. Und wenn du sie fragst, hast du was vom Christkindl bekommen, dann gibt es nur Freude in den Augen. Auch wenn vielleicht auch Kinder können traurig sein oder sich nach Dingen sehnen, die nicht möglich sind. Erinnere dich vielleicht heute an dein Weihnachten, wie du Kind warst. Ich habe das gestern gemacht und mich daran erinnert, wie ich mit meiner Familie gefeiert habe. Das letzte Mal war das vor so knapp 20 Jahren, dass ich mit meiner Familie gefeiert habe. Mittlerweile bin ich schon so lange Franziskaner. Und es war manchmal echt mühsam. Wir wussten nicht, wie. Mein Opa musste das Gebet immer beten, weil meine Eltern können nicht beten. Der hat irgendwelche noch deutsche Gebete, also ich bin ein Pole und bei mir zu Hause spricht man Polnisch, der hat irgendwelche deutsche Gebete gesprochen, die ich kaum verstanden habe damals, die er noch als Kind gelernt hat. Wir konnten keine Weihnachtslieder singen, dann habe ich immer Weihnachtslieder ausgesucht und sie noch auf Kassette, also die Kinder wissen wahrscheinlich nicht, was das ist, aber so Audiokassetten habe ich zusammengestellt, so ein Mix von Weihnachtsliedern und die liefen dann im Hintergrund, weil wir uns nicht anders helfen wussten. Das war manchmal so sehr bemüht, wenn ich zurückschaue. Aber ich weiß, dass meine Eltern alles gemacht haben, damit es mir gut geht an diesem Fest. Wir hatten immer einen wunderschönen Plastikweihnachtsbaum. Ich habe es immer gemocht, das zusammenzustecken. Das war echt schön. Und wie du auch Weihnachten feierst, sauge das auf, was der Herr dir gibt an diesem Fest. All das Gute, was dich umgibt, die schönen Erinnerungen, die du hast, vielleicht auch ein bisschen melancholisch daran denken, wie es mal früher war, schadet nicht. Mit dem kleinen Sternchen, früher war nicht alles besser. Aber nimm das auf, was der Herr dir an diesem Fest schenkt. Und lass zu, dass es dich ein bisschen verwandelt. Dann wird es vielleicht einfacher fallen, mühsame Dinge zu tun, sich auf den Familienmitglied einzulassen, den du echt nicht ausstehen kannst. Vielleicht deinen Nachbarn, also einen guten Abstand zu halten und ihn nicht anzuschreien, wenn da irgendwo Streit ist. Auf dem Arbeitsplatz oder im Freundeskreis Leute einfach so zu nehmen, wie sie sind und ihnen auch ein Lächeln schenken. Damit kann man am besten in der eigenen Familie anfangen, weil der wirst du nicht entkommen in diesen Tagen. Und das ist auch was Gutes. Also schenke, was dir Gott gegeben hat, weiter. Und du wirst sehen, dass sich die Trümmer Jerusalems, also das, was in dieser Welt im Argen liegt, vielleicht nicht wieder aufrichten werden, aber sie werden in Jubel ausbrechen. Weil wenn du einem Menschen etwas Gutes tust, kann er nicht zurückschlagen oder ist es schwieriger für ihn. So kann man durch das Gute das Böse besiegen. Das hat Christus vor 2000 Jahren getan, endgültig. Und wir sollten diejenigen sein, wir sollten die Propheten in dieser Welt sein, die es verkünden, dass das Schlechte in uns keine Macht mehr hat, dass das Gute in mir und dir siegen kann und dass die Freude, die wir manchmal nicht verstehen, die im Evangelium verkündet wird, dass sie in uns ausbricht und auch andere
infiziert. Ein Virus wird, den man nicht mehr heilen kann. Das ist die Aufgabe des Evangeliums. Also verkünde es, wie du kannst und wo du kannst. Und du wirst sehen, Weihnachten wird ein Fest der Geburt Jesu sein.